So, Miguel, ich will nur mal sagen, du bist am Arsch. So, Leute, willkommen zurück und er sagt dieses Mal schon direkt Tschüss. Hey, hör mich an, ich muss dir eine Frage stellen. Bettelst du jetzt schon um dein Leben, Wolp? Seid ihr Taliwa-Banditen? Taliwa? Diese gierigen Ungeheuer? Mit denen haben wir nichts zu schaffen. Diese Monster machen selbst auf Frauen und Kindern nicht halt. Wir kommen aus Ganelon. Und uns ist das Prinzip der Ehre nicht unbekannt. Niemals würden wir einer Maid Leid antun. Denn warum sollte man etwas töten, was sich auch verkaufen lässt? Also, die wollen Menschenhandel betreiben. Da ihr keine Taliwa seid, besteht kein Anlass für euch, hier und heute euer Leben zu lassen. Wenn ihr euch jetzt zur Flucht entscheidet, werde ich es auch zulassen. Du Knack der Höflichkeiten. Du wirst nun lernen, deine Zunge im Zaum zu halten. Tschüss, Mann. Nö, eher du. Du wirst deine Taten doch bitte bereuen, meine Brüder. Die Ganelon-Banditen werden dies nicht ungesühnt lassen. Tot. Wunderbar. Das wäre erledigt. So, das wäre nun endlich erledigt. Habe ich doch schon gesagt. Lynn. Florina, warum bist du mir gefolgt? Das war sehr unbedacht. Erinnerst du dich noch an die Ritterschlag-Zeremonie? Ritterschlag. Stelle ich mich schmerzhaft vor. Egal. Der Pegasus-Ritter? Von Elia? Ja, du bist einer Gruppe von freien Soldaten beigetreten, um dein Training voranzutreiben. Mag dies der Grund sein, der dich hierher geführt hat, Florina? Ja. Ich wollte mit dir sprechen, bevor ich auszog. Doch als ich in Sakase ankam, erfuhr ich, dass du mit einigen Fremden abgereist wärst und du hast dich um mich gesorgt. Ich danke dir. Doch sorge dich mehr um deine eigene Sicherheit. Um meine? Hör zu, die meisten Söldner sind Männer. Ganze Gruppen von Männern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich in deren Nähe allzu wohl fühlst. Ja, ich weiß. Es ist nur so, ich träumte schon immer davon, ein Pegasus-Ritter zu sein. Und ich dachte mir, ich würde mich daran gewöhnen, irgendwie. Doch nach den heutigen Ereignissen bin ich mir meiner nicht mehr sicher. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben. Verena, so weine doch nicht. Ja. Ja, es besteht kein Grund, deinen Traum fahren zu lassen. Hä? Liebliche Florina, soeben fliegt mir eine gar brillante Idee zu. Sön. Beglücke uns mit deiner Präsenz. Zusammen mit dem jungen Herrn Will sind wir ein wahrhaft hübscher Trupp. Und obendrein auch noch frei. Wartet, habt ihr mich soeben mit einbezogen? Adore. Aber natürlich, es war unser Schicksal, uns hier zu treffen. Es ist uns vorherbestimmt. Kommt schon, Lindes Söldnertrupp. Bietet sicherlich ein besseres Training, als ihr es sonst irgendwo finden könntet. Sane, nimm die Sache nicht zu leicht. Lynn? Söldner? Details berichte ich später. Dies alles erscheint nun sehr übereitelt. Dennoch, Sane hat recht. Wirst du uns begleiten, Florina? Mit dir auf Reisen gehen, Lynn? Wahrlich? Dies würde mich sehr glücklich machen. Fantastisch, wunderschön, Florina. Ich bin ein Ritter aus von Celine. Mein Name ist Zane. Ja, das haben wir kapiert. Bleib zurück, komm mir nicht zu nah. Oh, so wunderschön und doch so bescheiden. Ich bitte um Vergebung. Uns Söldner zu nennen? Nein, dem stimme ich zu. Wir können Florina nicht auf sich alleine gestellt lassen. Doch bedarf sie keiner besonderen Zuwendung. Kann ich auch auf euch zählen? Ja, wir müssen nur danach verlangen. Also,
geht es denn wirklich in Ordnung, dass wir uns fortan den Weg teilen? Na klar. Oh ja, selbstverständlich. Das heißt, sofern ihr es wünscht, Will. Tatsächlich wäre ich überaus dankbar dafür, um die Wahrheit zu sagen, wurde mir all mein Geld gestohlen und ich bin, naja, pleite. In meinem Leben wohl an einem Scheideweg gelangt. Es wäre mir eine Ehre, ein Mitglied von Lyndes Legion zu sein. Ach, schöne Illustration. Der beste ist natürlich der da hinten mit dem Facepalm. Lyndes Legion? Dies alles wird von Mal zu Mal eigenartiger. Andreas. Ja, ich habe den Namen auch geändert in meinen RL-Namen. Andreas. Die Söldnerbande. Speichern. So, und in den ersten zwei Parts waren ja hier noch zwei Epilogs. Und das ist halt der Fehler. Meine ganzen Speicherdateien sind weg. Alle weg. Ach, egal. Speichern. Schatten der Besatzung. Nach dem Sieg über die Banditen setzt Lynn ihren Weg nach Westen fort. Sie und ihre Kameraden beschließen, die Nacht in einer alten Festung zu verbringen. Die Ganelon-Banditen sind in Aufruhr, seit ihre Brüder Lynns Schwert kosteten. Voller Zorn jagen sie die Gefährten, und ihre wütenden Schritte kommen mit jeder Sekunde näher. Boah, das klingt fett. Und das ist auch fett. So. Schatten. Kapitel 4. Schatten der Besatzung. Ding. Oh, die Mucke. I love it. Ah, dies sollte reichen. Die Schlafstadt für diese Nacht. Diese verschimmelte alte Festung. War denn nichts Besseres zu finden? Komm schon, Will. Das ist doch nur ein böser Jokus, oder? Die Banditen halten die gesamte Umgebung auf Trab. Niemand findet die Zeit, sich um Reisende zu kümmern. Und unsere Zahl ist nicht gerade gering. Ui, 5 Leute. Das ist schon in Ordnung. Wer möchte in ein enges Zimmer gepfercht werden? Ich ziehe einen Ort vor, an dem ich den Wind in meinem Haar fühle. Solange ich an der Seite sein kann, werde ich mich über nichts beschweren. Und zu eurem Schutz war ich 10, euer treuer Krieger, nicht von eurer Seite, hochverehrten Damen. 10, wir werden beide wach bleiben und abwechselnd Wache stehen. Ach, was für ein Jammer. Ja, na geil. Yay, yeah, da bin ich, yay. Yeah. Verzeiht, my lady. Wer spricht da? Ich vergib mein Eindringen. Mein Name ist Natalie. Ich komme aus einem Dorf, nicht weit von hier. Seid ihr verletzt? Euer Bein. Euer Bein? Sorgt euch nicht weiter, mir geht es gut. Mir geht es gut. Schon seit Kindheitstagen trage ich diesen Schmerz bei mir. Fehlt das oder was? Man sieht's ja nicht. Zwar sind mir weitere Reisen versagt, doch kümmert mich dies nicht weiter. Was macht ihr hier so ganz alleine? Ich suche meinen Gatten. Oh Gott, ich hörte, er hielte sich hier auf. Er sagte, er würde Geld beschaffen, um mein Bein kurieren zu können. Dann verließ er das Dorf und ward seither nicht mehr gesehen. In seiner Brust schlägt ein gutes Herz, doch befürchte ich, er mag vielleicht in etwas Gefährliches verwickelt sein. Meine Sorgen um ihn wächst stetig. Dies ist ein Bildnis von ihm. Die Ähnlichkeit zu ihm ist nur gering, aber... Sein Name ist Dorcas. Habt ihr vielleicht schon von ihm gehört? Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, je Kunde von ihm vernommen zu haben. Mensch, quatsch doch nicht so lange. Ich verstehe. Solltet ihr ihm dennoch begegnen, so überbringt ihm bitte eine Nachricht. Sagt ihm, dass sich Natalie auf die Suche nach ihm begeben hat. Ich sage es ihm. Nehmt dies als mein Versprechen. Oh, ich muss jetzt... Da sind sie! So, ich muss jetzt aber den Part beenden, gerade wo es so dramatisch wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.